What? Eine weitere Buddy Discovery Announcement. A body has been discovered. Everyone, please gather at the Exosol Hangar. The Killing Game just keeps going and going. Das Killing Game ist noch nicht vorüber. Es kam zu einem weiteren Mord. What is this? What's going on? Chaos und Wahnsinn. Verwirrung und Unruhe. Ich konnte nicht ruhig bleiben. Ich konnte es nicht in mir halten. Es war zu viel Verzweiflung. Was? Ist das Blut? Diese Buddy Discovery Announcement. Soll das bedeuten, dass irgendjemand unter dieser Presse ist? Wer? Die einzigen Personen, die bei dem Hangar waren, waren Kokichi und Kaito. Es muss einer von ihnen sein. Was? Entweder Kokichi oder Kaito ist tot? Oh, schaut mal. Diese Klamotten. Das sind die Klamotten von Kaito. Das sind die Klamotten von Kaito. What did you say? Dann ist die Person unter dieser hydraulischen Presse... Nein, es ist nicht möglich. Nun, es scheint, als gäbe es jede Menge Twists, die ihr bei dieser Klassenverhandlung lösen müsst. Aber darum geht es immerhin bei einem solchen Killing-Game. Und deswegen hier die Monokuma-Akte. Sagt nicht, dass euch das langweilt, weil es so langsam erst interessant wird. Ich hoffe, ihr steckt erneut eure Seele in diese Ermittlung. Moment, wir müssen erneut ermitteln? Also wird das Killing-Game weitergehen? Das Killing Game wird weitergehen? Wenn das Killing Game weitergeht und sich Monokuma immer noch bewegt, dann... würde das bedeuten, dass Kokichi, der Mastermind, immer noch am Leben ist. Kokichi ist immer noch am Leben. Dann würde das bedeuten, dass die Person, die tot ist... Kaito ist. Diese Person ist Kaito? Nein, das ist nicht möglich. Es muss ein Fehler sein. Kaito könnte nicht einfach sterben. Es muss eine Lüge sein. Ich ging zu der Leiche und dann... Beruhige dich. Stoppte mich auf einmal Makis Hand. Ich soll mich beruhigen? Wie kannst du das sagen, Maki? Kaito ist... Ich habe schon so viele Tode gesehen. Tode von sowohl guten als auch schlechten Menschen. Es macht mir nichts mehr aus. Es macht dir nichts mehr aus? Wovon redest du da? Viel wichtiger, wo ist Kokichi? Das stimmt, ich sehe ihn hier nirgendwo. Er sollte irgendwo in diesem Hangar sein. Er ist weggelaufen. Wir müssen ihn sofort einfangen. Er ist offensichtlich der Täter. Wir sollten uns aufteilen und nach ihm suchen gehen. Egal wie gut er im Verstecken spielen ist, wir können ihn dieses Mal nicht entkommen lassen. Warte. Wir können noch nicht gehen. Okay. Wir wissen noch nicht mit Sicherheit, ob das wirklich Kaitos Leiche ist. Wir haben uns noch nicht alle Möglichkeiten angeschaut. Aber wenn es nicht Kaito ist, wer ist es dann? Willst du damit sagen, dass es Kokichi ist? Aber warum geht das Killing Game dann noch weiter? Und wenn Kaito noch am Leben ist, warum ist er dann nicht aufgetaucht? Willst du damit sagen, dass er sich versteckt, weil er der Täter ist? Sag nicht so etwas Dummes.
Dass Kaito der Täter ist, ist noch unmöglicher, als dass er tot ist. That's impossible. Ich glaube nicht, dass Kaito ihn überhaupt umgebracht haben könnte. Er war immerhin verletzt, richtig? Das stimmt. Und er war unter der vollen Kontrolle von Kokichi. Also wie hätte Kaito ihn umbringen können? Ich weiß es nicht. Ich will nur sagen, dass es möglich ist. Ah, und selbst wenn Kokichi umgebracht wurde, das bedeutet nicht, dass Kaito der Täter ist. Also soll das bedeuten, dass einer von uns der Täter ist? Warte, das ist unmöglich. Egal wie schockierend Kaitos Tod auch sein mag, zu sagen, dass wir die Verdächtigen sind, geht zu weit. Ich verstehe, was Sie meinen. Die ersten Hinweise deuten an, dass Kaito tot ist. Aber ich kann das einfach nicht glauben. Oder vielleicht möchte ich es einfach nicht glauben. Ich kann nicht glauben, dass Kaito tot ist. Wir sollten uns das Ganze mal anschauen. Wir müssen hier die Wahrheit herausfinden, mit unseren eigenen Händen, und dann während der Klassenverhandlung diese Wahrheit enthüllen. Also möchtest du mit dem Killing Game weitermachen? Es wird so oder so zu einer Klassenverhandlung kommen. Wir sollten also ermitteln. Ich weiß nicht, ob wir Hoffnung oder Verzweiflung finden werden, aber wir müssen die Wahrheit herausfinden. Es fängt alles hier an. Er hat uns gesagt, dass wir ein großartiger Detektiv sind und wir vielleicht nicht nur die Wahrheit herausfinden werden, sondern noch etwas weiteres. Das stimmt. Ich muss das tun. Um mein Versprechen zu halten. Du hast recht. Wenn diese Klassenverhandlung sowieso stattfinden wird, dann sollten wir ermitteln gehen. Nee, aber wir wissen bereits die Antwort. Aber wir können hier nicht sterben. Wir haben uns entschieden, dass wir für die Hoffnung weiterleben werden. Meine Hauptsorge ist, wie Kokichi reagieren wird. Wenn wir sagen, dass er der Täter ist. Er könnte sich einfach dumm stellen und weglaufen. Dann könnten wir nichts tun. Nein, ich glaube nicht. Junko Enoshima hat die Regeln des Killing Games geehrt. Also wenn die Remnants of Despair sie geliebt haben, dann glaube ich nicht, dass sie die Regeln ignorieren würden. Das stimmt, sie hat sich dort ja selbst quasi umgebracht. Dann wird es leicht sein, mit ihm fertig zu werden. Wir müssen einfach für ihn abstimmen. Nee, das stimmt. Ich verstehe die anderen, aber warum Maki? Warum akzeptiert sie Kaitos Tod so einfach? Nun, dann sollten wir uns mal die Monokuma-Akte anschauen. Ist das okay für dich, Shuichi? Ja. Das machen wir ja immer zuerst. Die Leiche wurde bei dem Exisal-Hangar entdeckt. Und das Opfer wurde von dieser hydraulischen Presse zerstört. Und die Leiche ist unidentifizierbar. Die fünfte Monokuma-Akte. Nee? Das ist alles? Das sagt uns gar nichts. Die Identität des Opfers ist unbekannt? Selbst das sagt die Akte uns nicht? Es ist egal. Wir wissen bereits, wer der Täter ist und vor allem auch, wer das Opfer ist. Derjenige, der Kaito umgebracht hat, war definitiv Kokichi. Warte, Maki. Es ist noch zu früh, um das zu entscheiden. Es stimmt, dass die Beweise andeuten, dass Kokichi noch am Leben ist, aber Kaito hat mir gesagt, ich möchte an das Versprechen, das ich Kaito gegeben habe, glauben. Ich möchte, dass du ebenfalls daran glaubst. Ich weigere mich, mit dir zu ermitteln. Haha, was? Warum? Du bist momentan nicht ruhig. Du verhältst dich wie Kaito, während Gonthas Klassenverhandlungen. Dort war es während dieser Zeit ebenfalls so, oder? Man kann Verzweiflung nicht nur mit Glauben bekämpfen. Es ist nicht so simpel. Unrecht hat sie da nicht, aber es stimmt doch, dass wir uns zumindest mal alles hier anschauen sollten. Und damit wäre sie weg. Maki. Irgendetwas in der Luft hier sorgt dafür, dass ich mich anders fühle.
Ich weiß nicht, ob es die Schuld der Elektrobomben ist oder ob ich einfach falsch funktioniere irgendwie. Aber so langsam wird mir schlecht. Ich fühle mich überhaupt nicht seltsam. Es muss wegen dieser Elektrobombe sein. Immerhin ist Kibo ein elektrisches Gerät. Nenn mich nicht ein Gerät. Ich sage es dir, Geräte sollten sich draußen erstmal ausruhen gehen. Wirklich, es geht mir gut, aber ich schätze, ich sollte erstmal draußen ermitteln gehen. Ja, so viel dazu. So, damit wäre das elektrische Gerät weg. Aber was nun? Dann werde ich, denke ich, ebenfalls mal anfangen zu ermitteln. Oh, aber ist es okay, wenn du einfach alleine ermittelst? Ich könnte mit dir kommen, wenn du möchtest. Nein, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Es wird alles okay sein. Wenn die Leiche so ist, dann müssen wir uns nicht darum Sorgen machen, dass irgendjemand etwas tut. Also sollte es okay sein, dass wir alle alleine ermitteln. Okay. Ich frage mich, ob Himiko jemanden verdächtigt. Wen verdächtigt? Alle. Weil, wenn es jetzt noch weniger von uns gibt, dann gibt es noch weniger Leute, die die Täter sein könnten, richtig? Und natürlich ist es offensichtlich Kokichi, aber wie du gesagt hast, es könnte noch eine weitere Möglichkeit geben. Vielleicht denkt sie darüber nach? Es könnte vielleicht jemand sein, der nicht Kokichi oder Kaito ist. Jeder von uns könnte der Täter sein. Zuvor waren wir voller Hoffnung und vereint, aber jetzt sind wir wieder aufgeteilt. Könnte vielleicht deswegen Kokichi Kaito umgebracht haben? Um unsere Harmonie zu stören. Weil wenn nicht, was könnte dann der Grund dafür sein, dass er Kaito umgebracht hat? Vielleicht wird es auch bei der Klassenverhandlung darum gehen. Der Grund, warum Kokichi diese Klassenverhandlung hält, könnte vielleicht sein, damit wir uns alle voneinander abgrenzen. Dass wir uns voneinander abgrenzen, hä? Huh? Letztendlich waren wir alle um Kaito versammelt. Er war die eine Person, die uns zusammengehalten hat. Wenn er deswegen Kaito umgebracht hat, dann sind wir jetzt total in seiner Falle. Unrecht hat sie da nicht. Er war so ziemlich der Mittelpunkt und der Hauptgrund für unsere Gruppe. Auch für unser Training, ne? Mit Maki, Kaito und Shuichi. Gerade das wollte Kokichi, dass wir uns aufteilen. Und wir haben nicht viele Informationen wegen dieser Monokuma-Akte. Nun, wir müssen es einfach tun. Wir müssen anfangen. Um die Wahrheit herauszufinden, müssen wir mit dieser Ermittlung anfangen. Und dieses Mal bei der Ermittlung spielte natürlich nicht Despair-Searching, sondern Hope-Searching. Wie immer im 5. Kapitel eine besondere Version dieses Themes. Gut. Dann sollten wir uns hier vielleicht mal umschauen. Fangen wir wie immer bei der Leiche an. Hier sehen wir etwas Kleidung. Definitiv die Kleidung von Kaito. Dann muss das Opfer Kaito sein, aber ich möchte es nicht tun, aber ich muss die Presse nach oben fahren, um mir die Leiche anzuschauen. Okay, dann tun wir das mal. Machen wir das hier? Ich glaube, ja. Ich meine, die Leiche in Kapitel 5 von Danganronpa 2 war schon nicht schön anzusehen, aber das hier ist nochmal auf einem ganz anderen Level. Gut, dann fahren wir das Ding mal hoch. Aha, das Ding bewegt sich nicht. Ich drückte die Taste noch öfters, aber die Presse bewegt sich einfach nicht. Seltsam. Letztes Mal, als ich den Knopf gedrückt habe, hat sie sich bewegt. Nachdem ich mich etwas umgeschaut hatte, bemerkte ich, dass... Oh, das Powerkabel ist abgeschnitten. Ich verstehe. Ohne Energie kann sich natürlich das Ding nicht bewegen. Das kann kein Zufall sein. Das Kabel wurde auf jeden Fall absichtlich geschnitten. Interessant. Dann können wir uns also nicht die Leiche anschauen. Um ehrlich zu sein, ich bin etwas erleichtert, aber ich sollte das nicht sagen. Dann sollten wir uns doch mal
die Steuerung anschaut. Vielleicht gibt es hier noch weitere Hinweise. Also es gibt neben den normalen Knöpfen auch noch einen Notfall-Stopp-Knopf. Das ist wahrscheinlich der in der Mitte, oder? Wird zumindest Sinn ergeben. Links, dass man das Ding vielleicht runterfährt. Rechts, dass es, also einmal links, dass es hochfährt, dann wieder runter auf der rechten Seite und dann in der Mitte so ein Stopp-Knopf. Ich meine, der ist ja auch rot, ne? Von daher. Und sobald man diesen Knopf drückt, dann hält das Ding sofort an. Wenn der Täter vorhatte, das für einen Mord zu nutzen, hätte er keinen Gebrauch für diesen Knopf. Was mir aber mehr Sorgen macht, ist diese Sicherheitsfunktion. Was steht da nochmal? Der Infrarotsensor. Sobald diese Presse eine lebendige Person bemerkt, dann stoppt es. Also wenn der Infrarotsensor ein Lebewesen bemerkt haben sollte, dann hätte das Ding eigentlich aufhalten sollen. Nun, es ist nicht geschehen, als ich es mit Kibo versucht habe. Aber Kibo ist auch ein Roboter, von daher. Nun. Aber wenn der Sensor eine Person bemerkt, dann sollte sie eigentlich sofort anhalten. Sofort anhalten, hä? Automatisch vor allem auch. Die Sicherheitsfunktion, okay. Ja, mehr haben wir doch jetzt ja auch gar nicht, oder? Das Blut vielleicht, diese Blutspur? Was ist das? Eine Blutspur? Von der Presse zu diesem Badezimmer dort hinten anscheinend. Als ob diese Person dort langgezogen worden wäre. Und anscheinend kommt es aus dem Badezimmer. Diese Blutspur deutet an, dass jemand von dem Badezimmer zu der Presse hier gezogen wurde. Also sollten wir uns auch mal dort umschauen gehen. Aber bevor wir das machen, schauen wir uns doch mal weiter hier den Rest an. Falls es hier wohl noch etwas gibt. Sollen wir uns vielleicht mal die Presse an sich anschauen? Nee, das haben wir uns alle schon mal angehört. Okay. Ja, mehr ist doch hier auch nicht, oder? Reden wir mal mit Tsumugi. Dieses Mal stehen in der Monokuma-Akte kaum Informationen. Okay. Ja, die wird also dieses Mal nicht viel helfen. Sie ist so nutzlos. Er hätte sie uns wahrscheinlich gar nicht mal geben sollen. Oh, Monokuma, da bist du ja. Wenn man vom Teufel spricht, ne? Es ist okay, es ist okay. Wenn ein Maskottchen beim Tatort auftaucht, sorgt es für Erleichterung. Ah, er ist auf einmal aufgetaucht. Was für eine Aufmerksamkeitshure. Natürlich will ich Aufmerksamkeit. Ich bin immerhin das Maskottchen. Du Pikachu stimmt der Auto auf jeden Fall zu. Der taucht auch immer wieder auf in allen Pokémon-Spielen. Und dennoch bin ich seltener aufgetaucht als Plain Jane Tsumugi dort drüben. Es wäre immerhin falsche Werbung, wenn ich nicht so oft auftauchen würde, wie ich könnte, oder? Oh, okay. Aber warum bist du aufgetaucht? Ich dachte, du würdest uns irgendwie einen Hinweis geben, aber nun ja. Werbung? Was für eine Werbung? Ach, ignorieren einfach. Wir sollten uns einfach mal auf diese Ermittlung fokussieren. Ja. Na gut. Aber wie gesagt, viel mehr ist doch hier gar nicht, oder? Hast du noch irgendwas gefunden, Himiko? Was? Ich möchte jetzt nicht mit dir reden. Okay? So wie du gerade bist, könntest du vielleicht andere Leute beschuldigen, weil du Kaidos Tod nicht akzeptieren kannst. Nein, das ist nicht... Ich möchte deine Ausreden nicht hören. Oder etwas anderes. Hör einfach auf, mit mir zu reden. Wenn du weiter mit mir redest, dann werde ich dir Afrohaar geben, mit meiner Magie. Okay, aber Himiko scheint dieses Mal alle zu verdächtigen. Oder gibt es vielleicht einen Grund, warum sie nicht mit uns reden möchte?